Seit 1. Jänner sind auch die Bulgaren und die Rumänen teilberechtigt, sich überall niederzulassen in Europa, um zu arbeiten. Also alle, die in die vollen Rechte der Freizügigkeit hineingetreten. Jetzt gab es aber verschiedene Bedenken von Kamerun, aber auch von einigen deutschen Politikern, die gesagt haben, da müssen wir vorsichtig sein. Wie sehen Sie das? Die Freizügigkeit gilt als eine der Grundwerte der EU? Ja, da sieht man, wie weit es mit den Grundwerten her ist. Ja. Also wenn die Freizügigkeit ein Grundwert ist, dann frage ich mich, was dann echte Werte sind. Ja. Weil Freizügigkeit ist schlicht und einfach eine Regelung. Ja, dass ich sage, okay, der kann überall hinfahren und kann sich überall niederlassen, das ist die Frage der Freizügigkeit. In der Schweiz geht das nicht und deswegen ist die Schweiz auch nicht illiberal oder gar eine Diktatur. Und dann, wenn man das als Wert verkauft, dann weiß man, dass man in Wirklichkeit krampfhaft nach Werten sucht, weil man keine echten Werte hat. Das einmal zum Grundsätzlichen. Nun ist es aber so, dass mit dieser Niederlassungsmöglichkeit nach dieser Übergangsphase für die Rumänen und die Bulgaren erwartbar sozusagen Immigranten in die Sozialsysteme der reicheren EU-Staaten nunmehr hereinfahren. Das haben wir erwarten müssen. Das war ja bitte keine Überraschung. Das war jetzt wirklich eine Überraschung. Deswegen gab es ja die Übergangsphase, weil man geglaubt hat, in 7 Jahren kommen die so weit auf die Beine, dass sie dann nicht ihre dass sozialen. Keine soziale Not gibt. Dass sie dann ihre Sozialprobleme nicht in die reicheren Länder exportieren. Aber genau das tritt jetzt ein. Davor haben wir eindringlich gewarnt. Wir haben auch gesagt, dass diese 7 Jahre gar nicht ausreichen werden. Da kommen sie jetzt alle drauf. Und jetzt auf einmal ist ein Riesengeschrei, wird ein Riesengeschrei veranstaltet. Wobei mich die Briten am meisten amüsieren dabei. Wenn ich mir anschaue, was Cameron und die britischen Konservativen jetzt zum Problem der Einwanderungspolitik sagen und mich erinnere, mit welchen hasserfüllten Kommentaren britische Zeitungen, aber auch britische Politiker seinerzeit auf meine Vorschläge, die ich mit dem Dr. Haider seinerzeit entwickelt habe und mit anderen Freunden in Vorbereitung des Volksbegehrens Österreich zuerst, um eine geregelte Zuwanderung zu organisieren, wie wir damals angefeindet wurden, wie man Lichtermeere veranstaltet hat. Und wenn ich das heute anschaue, was die Briten heute auf den Tisch legen wollen, ja, da waren wir ja regelrecht Waisenknaben dagegen. Ja? Uns hat man dann die 3 Waisen aus dem Euroland geschickt, weil man gesagt hat, unter Haider droht eine Diktatur, die Ausländer sind gefährdet. Und jetzt höre ich bei Cameron, dass der Forderungen stellt, die hätten wir uns ja gar nicht einmal zu stellen getraut. Das ja, da haben wir versucht, ein vernünftiges, ausgewogenes Konzept mit diesem 10-Punkte-Programm im Volksbegehren Österreich zuerst zu machen. Und da sieht man, dass die Briten jetzt mit 20-jähriger Verspätung im Grunde uns Recht geben. Das, was wir vor 20 Jahren, Mitte der 90er Jahre entwickelt haben, zeigt sich heute als richtig. Und deswegen amüsiert mich das, was die Briten heute an Immigrationsproblemen haben. Wir haben damals ein Modell vorgelegt, dass man das Ganze frühzeitig in den Griff bekommen hätte. Nicht alles, was Politiker wie Cameron vorschlagen, kann Realität werden. Was glauben Sie, wird er von seinen Forderungen umsetzen? Na, der wird vieles umsetzen müssen, weil die Stimmung in der britischen Öffentlichkeit ist sehr eindeutig. Ich habe damals auch vor sicher mindestens 15 Jahren, ich weiß, ich musste nachschauen, wann der Termin genau war, habe ich den Nigel Farage, den Chef der UKIP, in Madrid einmal getroffen und ihm dringend geraten, er soll sich bitte des Immigrationsproblems annehmen. Ich habe ihm dringend geraten, auch in Großbritannien jetzt schon zu versuchen, Regeln für die Zuwanderung einzuführen. Wir haben damals gesagt, Großbritannien ist ein Zuwanderungsland, wir werden dazu nichts sagen. Jetzt ist er heute der sozusagen so tut, als ob er die geordnete Immigrationspolitik... Der Vorreiter. Als ob er der Vorreiter wäre, als ob er es erfunden hätte. Wir haben es damals entwickelt, wir sind kriminalisiert worden, wir sind dämonisiert worden. Ich möchte das wirklich sagen, wir sind damals wirklich dämonisiert worden, europaweit. Ja? Und heute sieht man, dass es richtig gewesen wäre. Also darauf bin ich in gewisser Hinsicht auch stolz, aber es amüsiert mich auch, ich sage dazu, mit einem gewissen Quantum politischer Schadenfreude, dass die Briten, aber auch wenn andere Länder noch dazukommen, dass die jetzt draufkommen, dass es eben so nicht geht. Dass die eigenen Sozialsysteme das eben nicht mehr leisten können. Dass man aus Südeuropa, aber auch aus anderen Teilen der Welt permanent Einwanderer hat, die das ganze Sozialsystem ausnutzen, weil darum geht es ja, den Wohlstandstransfer sozusagen über die Sozialsysteme sich organisieren, zu den Mitteln, die wir sowieso schon über die Europäische Union als Transferzahlungen in diese Länder leisten. Und das alles in Summe für unsere Steuerzahler ja nicht mehr tragbar wird. Und jetzt kommen wir drauf, mit 20-jähriger Verspätung. Ich kann nur sagen, Gratulation, spät kommt er, aber er kommt.
Die Schweizer, bekanntlich kein EU-Land, haben ihre Zuwanderung schon sehr stark reglementiert und eingeschränkt, obwohl dort ja nur qualifizierte Einwanderer kommen. Aber dort ist es auch nur deswegen so weit gekommen, weil die Schweizerische Volkspartei, die SVP, unter dem Herrn Blocher das erzwungen hat. Nun zeigt sich aber dort, dass das deswegen erzwingbar war, weil in der Schweiz eben mehr direkte Demokratie herrscht und das Volk sozusagen stärker die Politiker vor sich hergetrieben hat. Das ist bei uns und in der Europäischen Union überhaupt nicht vorhanden und in Österreich zu wenig vorhanden. Hätten wir ähnliche Regelungen in Österreich oder in der Schweiz, also in Europa, wie wir sie in der Schweiz haben, dann wäre es uns viel früher gelungen, so wie dem Herrn Blocher mit der SVP, die politische Kaste, die sich ja sozusagen gerne an den linken Mainstream anpasst und an die Political Correctness vor sich herzutreiben und Regelungen zu erzwingen, wie sie die Schweiz hat. Und die Schweiz ist gut damit gefahren. Die Bedeutung der christlichen Werte für die Politik und für die Zuwanderungspolitik, wie schätzen Sie die ein? Wie verträgt sich Christentum mit Regeln zur Zuwanderung? Absolut, weil im Zusammenhang mit der Nächstenliebe gibt es eine Rangordnung der Nächstenliebe. Das heißt ja nicht Fernstenliebe, sondern jeder hat die Verpflichtung, aus seinen Standespflichten heraus, sich zunächst einmal im Rahmen seiner Standespflichten um die jeweiligen ihm Anbefohlenen zu kümmern. Das heißt, es gibt hier eine klare Rangordnung. Der Vater muss sich um seine Frau und seine Kinder kümmern, dann in weiterer Folge muss man sich in seiner Kommune um die Armen kümmern und in weiterer Folge um die Armen im eigenen Land und so weiter. Das heißt also, hier gibt es eine Rangordnung. Und die Rangordnung kann nicht auf den Kopf gestellt werden, indem man sozusagen die ganze Welt zum Missbrauch, ich sage ja immer dazu, zum sozialen Missbrauch nach Europa holt, ja, die sich sozusagen im eigenen Land das gar nicht organisieren können oder nicht wollen. Es gibt ja bestimmte Gruppierungen, die man heute nicht mehr als solche bezeichnen darf, also ich rede ganz konkret von den Zigeunern, die Sozialsysteme einfach gezielt ausnutzen wollen. Viele assoziieren mit der EU Wohlstand oder setzen das als Synonym gleich? Deswegen. Ja, das ist ja die Erwartung, die auch die Bulgaren und die Rumänen hatten. Das hat sich nicht eingestellt und jetzt kommen sie. Jetzt haben sie die 7 Jahre abgewartet und jetzt kommen sie. Und jetzt beginnt Cameron und der Rest Europas beginnt auf einmal zu jammern, dass sie das mit ihren Sozialsystemen nicht mehr bezahlen können. Ja, das bewahrheitet sich all das, wovor wir gewarnt haben. Der deutsche CDU. Ich sage nur, der Wähler sollte sich das in Erinnerung rufen. Ich appelliere an den Wähler, seine Vergesslichkeit zu überwinden und sich diese Dinge in Erinnerung zu rufen. Weil die politische Kaste in Europa gehört dafür abgestraft, dass sie das alles gemacht hat. Ich habe kein Verständnis mehr für das Jammern der Wähler, wenn er dann diese Gruppierungen, insbesondere die ÖVP und die SPÖ, wiederum mit Stimmen belohnt, die genau die Verantwortung für diese Politik getragen. Sie sind bei allen diesen Entscheidungen mit am Tisch gesessen und haben alles das mitbeschlossen. Auch die etablierten Parteien, zumindest in Deutschland, kritisieren immer wieder diese Entwicklungen, was am Ende bei rauskommt, wissen wir zurzeit nicht. Das hat der Wähler in der Hand. Bitte, so weit sind wir schon noch Demokratie, dass der Wähler sich wehren kann, aber er muss sich wehren. Und man muss es ihm auch sagen. Diese letzte Verantwortung liegt beim Wähler. Der Wähler kann sich dort nicht aus der Verantwortung stehen, wenn er genau jene Gruppierungen unterstützt, die das alles zu verantworten haben, das alles mitverbrochen haben, ja, dann kann man in der Demokratie aber auch nur dem Wähler sagen, dann zahl's auch. Dann schluck's auch. Ja? Aber wir sind damals kriminalisiert worden für unser Volksbegehren Österreich zuerst. Alleine bei der ganzen Zuwanderungsproblematik kann ich heute minutiös beweisen, dass es gescheiter gewesen wäre. Die Wähler hätten uns damals mehr Vertrauen geschenkt, anstatt diesen ganzen hasserfüllten Kampagnen gegen uns auf den Leim zu gehen. Und wir hätten damit heute eine ganz andere Situation. Und so ähnlich spielt sich das auch im Zusammenhang mit der internationalen Politik ab. Wenn man dauernd jene Gruppierungen stärkt, die uns in Konfliktsituationen hineintreiben, die uns in die Probleme buchstäblich ins Land holen, ja, dann muss der Wähler dafür aber auch zahlen. Herr Abgeordneter, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte sehr.